sage hallo und ein ganz, ganz herzliches Willkommen zurück zu H1Z1. Die liebe Zockerrübe ist wieder da. Ja, du bist wieder bei uns, juhu. Jo. Marder streamt immer noch. Hallo. Schneckball ist auch da. Hallo. Und auch Bayerwald ist noch hallo. Dabei. Das ist so. Klo. Und wir haben einen anderen Spieler erschossen, gerade als wir nicht aufgenommen haben. Weißt du, in den Aufnahmepausen. Immer ich kann so. Immer erzählen, ne? Das glaubt mir sowieso dann irgendwann keiner mehr. Aber macht nichts. Wir haben jemanden erschossen und zwei Autos sind vorbeigefahren. Also es sind andere Spieler hier irgendwie mit an Bord. Deswegen müssen wir hier ein bisschen aufpassen. Wollen wir erst wieder hochlaufen? Ja. Ich bin oben. Ja. Okay, dann laufen also wir. Also ist für oben. Mich tatsächlich ein bisschen schlecht, weil wir den erschossen haben. Aber man kann ja hier leider keinem vertrauen. Deswegen, auch wenn er sagt, er ist friendly, muss er noch lange nicht friendly sein. Hier ist so ein... Richtig, das haben wir schon nach ganz oben gesagt. Außerdem muss man ganz ehrlich sagen, er hat klar und deutlich gesagt, shooten. Also bitte, wir sind nur seine Aufforderung. Ja, das war aber, glaube ich, etwas Ironie. Hier ist der Crowbar, brauchen wir das? Ja, andererseits, weißt du, wenn das, natürlich ist das assi, ne? Wenn du irgendwie unterwegs bist und vielleicht noch gerade gespawnt und du wirst erschossen, habe ich mich auch schon oft genug geärgert. Da komme ich aber nicht zurück, weil er hatte eine Chance. Du, wenn ich damit auch nicht um kann, gehe ich auf den PvE-Server. Das gehört dann einfach dazu. Ja. Also du hast es schon, ich habe das manchmal in anderen Spielen, hier hatte ich das noch nicht, bei DayZ aber zum Beispiel, weißt du, du spawnst, wirst erschossen. Du spawnst, wirst erschossen, du spawnst wieder, wirst erschossen und dann lasse ich das Spiel aus. Das habe ich schon gehabt, ne, dass ich gesagt habe, nee, ich habe jetzt keine Nerven mehr, noch einmal und dann gehe ich in den Rage-Modus, das muss ja nicht sein. das lasse ich dann, ne? Aber dann spawne ich halt nicht wieder, dann lasse ich das Spiel aus. Ja, nicht nur das. Im ersten Versuch war Schneckball da, er hat sie ganz klar gesehen und kam zurück. Ja, und ja. Wenn ich zurückkomme, muss ich damit rechnen, dass ich eine Bleivergiftung kriege. Ja, der wusste, er hat gesehen, dass nicht nur ich da war. Ja. Also er hat es darauf angelegt. Also ich habe ihm gesagt, run, wenn er da nicht rennt. Ja, ja, das stimmt, das hast du gesagt. Das, wir waren höflich, also haben wir uns. Wir müssen uns nicht entschuldigen und dafür nicht rechtfertigen. So. Und ein Trainer schreibt, Schneckball töte sie alle. Yeah! Seid ihr hier oben fertig? Dann können wir eins weiter runter. Okay. Also ich bin hier, das ist leer. Hopp, da bist weiter. Du. Hast du jeden Schrank reingeguckt? Wie herzlos ist das denn? Warum ist hier nichts drin? Ja, ich habe eigentlich alles und da war nirgendwo was. Hier doof. Unten auch schon. Oh, ja, ich habe während die Oma hier unten geplündert. Tut mir leid. Okay, dann. Egoist. Du bist ja einer. Da war ja nicht mal was. Hör mal. Hier ein Anruf für dich, Schneckballguck. Ja. Ein Anruf? Wer ruft mich denn guck, an? Den du gerade erschossen hast, da will sich rächen. Ein Anruf? Hallo? Dieter Bohlen. Hallo? Hier die Telefonnummer von Dieter Bohlen. Oh, da werde ich mich gleich mal bewerben. Funktioniert das eigentlich? Warte mal, also hier und dann auf. So, ich mache jetzt hier mal. Leute. Wart ihr schon am Klo? Nee, ich war da noch nicht. Ich nehme das Zombie draußen. Ich nehme das auf der anderen Seite. Okay. Ich war gerade beim Aufnehmen auf dem Klo. So. Aber da ist auch nichts. Ja, weil da wollen wir nicht wissen, wo du aufnimmst. Nee, also ich nicht diese Art und Weise. War gerade auf dem Damenklo. Schneckball, den habe ich gerade geplündert. Kacke, da was glaubst du, was ich hier drin in dem Raum mache? So, jetzt nimm deine Schrohflinte aus dem... Sag mal, willst du mich... Was? Meinem Gesicht. Hör auf, mich so zu bedrohen. Ich bedrohe dich gar nicht. Du hast mir die Schrohflinte ins Gesicht gehalten. Was geht bei dir? Was ist heute mit dir? Seitdem du mit Hiro rumgekuschelt hast vorhin... Ich mach die Tür auf. Krawall gebürstet. Oh, warte mal, ich habe was gefunden. Wow, Zucker. Nee. Ja, was die Rechner hier rumstehen haben. Ich hau den Zombie mal platt hier. Wahnsinn. Du raus? Ja, ich bin raus. Wo bist du hin? Ich bin schon wieder gar nicht raus. Hinten raus, oder? Ja. Aber hier um die Ecke, ne? Oh. Bin bei der Rübe. Ach, da ist der Marke. So, ja, ich muss mir eben Verband. Wo seid ihr hin? Antüdeln. Wir stehen hier. Wo bist du? Direkt vor uns. Wir müssen hier ein bisschen vorsichtig sein, ne? Ja, ich weiß. Ja. Ich würde gerne das dreckige Haus hier. Ich habe da jetzt voll das gute Gefühl. Die sind da alle dreckig. Nein, aber das hier. Das ist ganz dreckig. Das ist ein Bürogebäude. Das hier besonders ist toll. Ne? Das ist ein Bürogebäude auch. Ja, genau. Das möchte ich jetzt gerne durchsuchen. Da muss ich immer an Stromberg denken. Der ist hier bestimmt irgendwo als Zombie unterwegs. Und singt, lass das mal den Papa machen. Der Papa. Wo ist denn hier die Treppe nach oben? Da hinten. Drauf. Einfach mal, steht da Moon? Ach, da hinten. Moon! Ja, 45er Schuss, yay. Ja, erstmal was ab. Genau, lass mal hochgehen erstmal, oder? Ach, hier hinten ist gar kein Hintereingang, das ist ja gut.
So, ich husche mal rauf hier. Ach, hier ist die Dachterrasse. So, von hier kann man wieder schön gucken. Das finde ich ganz toll, wenn man so die Gegend ein bisschen observieren kann hier übrigens. Aber die Autos hört man auch nicht mehr, ne? Die sind wo weitergefahren jetzt, oder was? Oder ausgestiegen und laufen rum. Da, ja, das kann sein, aber meinst nicht, dann hätten die ein bisschen auswärts geparkt? Also, wenn sie ein bisschen clever sind. Wenn sie schlau sind. Ja, ja. Na gut, sagen, wenn sie zu acht sind, was sie sein können bei so vielen Autos. Ja, das stimmt natürlich. Dann ist vielleicht noch so ein, zwei hier rumlaufen haben. Ganz ehrlich, dann kannst du die auch hier parken. Einer im Auto, also die Sachen aus dem Auto raus. Ja, ja, das stimmt natürlich, ja. Also ich höre und sehe nichts. Ich, da ist auch nichts da. Okay. Ich glaube, hier unten haben wir auch alles abgegrast. Achso, ne? Ganz oben seid ihr schon fertig? Na, ihr seid also ja schnell. Ich bin hier noch drin in dem einen. Hier liegt eine Pistole, aber die brauchen wir nicht. Ach, 30 Stück von. Ihr. Nur? Hier liegt noch eine Körper. Ja, ich nehme die Pistole trotzdem mal. Achso, ich habe keinen Platz mehr. Dauert teil was? Nee, ich habe keinen Platz mehr. Schön, dass du hier vorbeigeschaut hast. Ein Cap. Boah, warum liegt das Ding jetzt auf einmal so übel? Lykan noch da? Lykan? War dabei ein Online-Spiel und Stream. Ja, ja, das kann schon damit zusammenhängen, ja. Dreh mal wieder meine Renderdistanz runter. Und dann weiß man ja auch nicht, ne, wenn gerade irgendwie von außen irgendwelche Spieler noch in die Stadt Vorsicht kommen. Vorsicht in der nächsten Tür, da mal Kasch, ja, da ich sehe schon, ja. Dinger. Kann man die zerstören eigentlich? Ja, die kann man kaputt machen. Das ist irgendwann mal gepatcht worden. Wo seid ihr? Hallo? Hier rum. Ja, gehen wir auf so. Seite zocken rüber. Oder mit dem Pfeil einfach drauf schießen. Ach so, okay. Habt ihr denn? Warum? Was? Hä? Hm? Ja, wir springen. So Punji-Sticks. Ah, okay. Sehr gut. Die halten nämlich gar nichts aus, die Dinger. Ne, die halten echt nichts aus. Hier liegt noch ein Brecheisen drin. Also liegen die ganze Zeit rum, die habe ich aber liegen gelassen, weil die sind einfach zu schwer. Ach so, komm mal warte, hoch. Ich muss mal was essen und. Jetzt komm mal runter, oder wie? Ja. Ja, da ist ja auch nichts mehr. Wir sind ja schon fertig. Wir sind fertig. Ja, und bin ich, müsste auch alles fertig sein, oder? Immunbooster sind hier. Oh. Nicht, irgendwo noch was im Regal. Schuss ab für die Pistole. Ich hab nur zwei. Hab ich schon. Da hast du jetzt 3, 4, 5. Dann ist alles leer. Ja. Willkommen in die Papier. 6, 7. Hast du ein ganzes Magazin. Dankeschön. Ach, wie wir hier einfach rauskommen. Kürzesten Weg vom Fenster raus. So. Oh, jetzt ist gleich mein Hund am Randale machen, siehst du? Weil mein Mann gerade zur Tür reinkommt. Ich mute mich mal. Ja. Ja, jetzt hat sich die Führerin gemutet. Ja. Schaut ihr eigentlich bei diesem Desk auch oben rein? Ja. Ich bin gerade auf dem Dach. Bei den Desks gibt es ja nur oben bei den meisten. Ja, und teilweise gibt es unten auch noch. Ja, aber... Stimmt. Ist wieder raus? Ich guck mal wieder auf die Tür. Der Hund ist so der Burner, der hat so eine penetrante Quietschestimme, ne? Weißt du, das ist unglaublich. Die jiffelt auch immer noch im Hintergrund. Ich kann es leider echt nicht verhindern. Man hört aber gerade nichts mehr, also... Nö, okay. Ich kriege mal einen Schluck. Okay. Ja, das Schlimmste habe ich, glaube ich, rausgemutet. Das schlimmste Gejaule. So, dann folgen wir der Dammerkasch, oder wie? Wo lang? Da ist ein Zombie. Ja, wie viel Platz habt ihr denn noch? 500. 600. Ja, 45. Etwas mehr. Aber ich kann da was rausschmeißen. 700. Also. Alles klar, dann würde ich sagen, ich peile jetzt mal die Kirche an und da sprinte ich rüber. Okay. Was an Zombies ist, nehme ich wieder mit. Frage, wo sind die mit ihren Polizeiautos hin? Ja, ich höre auch nichts. Ich lausche immer so, aber ich höre nichts. Okay. Ich gehe nach oben und halte Ausschau aus dem Fenster raus. Nicht, dass hier jemand reinläuft. Alles klar. Sofern es überhaupt möglich ist. Tür zu. Ah, sieht man nicht so wirklich hier gut von hier oben. So. Ach, hier. Ja, aber auch nicht so geil. Sehe ich nicht, wenn jemand von rechts kommt. Nee, dann setz mich unten vor die Tür. Ja, wir sind ja mit ein paar Leuten hier. Also das sollte ja womöglich sein hier, dass wir hier nicht uns abknallen lassen. Ich bringe hier mal ein Priesterbüro. Ja, auf Klo ist nichts mehr. Ach so. Auf Klo gibt's nichts. Oh. Ja, mal kurz hier raus. Doch, liebe Zockergemeinde, wir sind hier zusammengekommen, um Zombies zu jagen. Können wir den mal erschießen? Spieler zu erschrecken. Buh.
Oho. Nichts da, ja? Okay, dann mach ich auch. Weiter? Nee. Ja, ich würde jetzt tatsächlich aber... Zombie? Ja, ich würde jetzt... Ich renne, ich laufe den ab oder hau den da hinten im Gras kaputt. Ich würde die Dings noch mitnehmen, die... Camping-Häuser hinten. Bist du da hinten, oder was? Bist du ja, das ja, da drin, oder wie? Ja, ja, ich, genau, ich bin out of, weil ich einen Zombie hatte, bin ich, glaube ich... Ja, der ist, hat sich dann auf mich gedreht. Ich blute, ich muss mich mal hier einmal... Ja, dann verarzte dich mal. Hätte hier gerne mal Feuerschutz. Ja, oh, ja, ich beschütze dich ausnahmsweise mal. Ich hätte gerne Feuerschutz. Ausnahmsweise beschütze... Wer war das? Schneck bei den Zombie mir geschrotet. Konnte wer war der Pfeilfeuer? Ich was? Nicht. Die Rübe? Da kommt noch einer, Schneckball. Manchmal hat man schon so, hinter so dir? Einen nervösen Finger, ne? Ja, ich musste einfach mal Boom machen. Wie viel seid ihr denn? Ach, das ist ein Zombie da hinten, okay. Schneckball? Ja, ist er tot? Ich... Ach so. Oh Gott. Nein! Oh, guck mal, wie der mich angreift. Jetzt bin ich Schrot genommen. Hilfe, Hilfe, Hilfe! Ja, ich hau den hier vorne mal kaputt. Ich helf dir. Schneckball, geht's oder? Ich werd ihn gar nicht mehr los. Ach, shit. Alter, wer stöhnt denn hier so? Du! Zombie! Verbinde dich schnell, Schneckball, du. Ja. Warte, ich komm zu dir mit rüber. Kriegst du echt zu viel? Der hat mich jetzt dreimal geschlagen, bis ich ihn getroffen habe. Ey, das habe ich ja noch nie gehabt. Was war das denn? Ja, die kommen vor dich hin, dann beißen sie dich und du kannst dich irgendwie auch abschütteln wieder. Der hat sich richtig festgebissen. Ja, das ging irgendwie nicht. Also, es hat es immer wieder abgebrochen da irgendwie. Hatte ich vorhin mit den beiden auch. So. So, gut, dass jetzt hier kein anderer war, ey. Scheiße. Wie viele Life-Points hast du? 49. Aber ich könnte dir First Aid Kit kaufen, warte. Ganz ehrlich, also ich habe mich bandagiert, ich höre gar nicht auf zu bluten. Ja, dann musst du nochmal, es gibt ja verschiedene Stärken von Blutung. Bandage, ich habe mich jetzt zweimal gebandaged. Ich habe mal ein First Aid Kit gedruckt. Also ihr steht da auch echt ein bisschen ungünstig, ich würde entweder die Tür zumachen oder ein Stück weiter reingehen. Guck mal, siehst du das First Aid Kit? Nimm das mal. Ja. Ich schmeiß mich mal in den Dreck hier. Uiuiui. Wo bist du denn gerade, Damakasch? Ich bin rüber auf die andere Straßenseite ins Gras. Ach so, du bist da an dem Stromdings da. Genau, ja. Da, Bayer ist auch mit hier, ja. Ach, da hockt ihr rum. Ja. So, jetzt, ja, es geht bergauf mit mir. Guck mal, schau, ob das geht. Hi. Bin jetzt bei 70 WB André, ne? Ja, und bis wir dann bei den Hütten sind, bist du bestimmt regeneriert. Ja. Ja, erlebst du wieder. Komm mal rüber. Von mir noch mit Immunbooster. Ach, da hinten bei den Campingdingern, wo wir letztens waren? Ja, genau. Weißt du, kannst du auf dem Rückweg, die kannst du jetzt dann mitnehmen, weil so viel Platz haben wir nicht mehr. Dann nimmt man die mit und dann kann man wieder den Loot nach Hause tragen, sozusagen. Also eigentlich müsste ich jetzt infiziert sein. Er hat mir mich mehrfach im Hals gebissen. Das kommt das auch noch. Das soll dann kommen. Das ist halt noch nicht an. Aber das wird kommen, dass die Zombies dich infizieren werden, ja. Ja. Schön wäre es halt, mit dem Auto nach Hause zu fahren. Das cool. Ja. Ja, das wäre schön. Ja gut, aber wenn hier so viele Leute mit dem Auto rumfahren, haben die bestimmt auch Teil dabei und sammeln Autos ein. Das ist halt... Ja, vermutlich. Mhm. Oh, was ist hier denn los? Okay. Campingplatz. Ja, Campingplatz würde ich das nicht nennen. Das wird hier. Auto abgestellt und vielleicht mal... Ja, aber guck mal, hier ist eine Matratze. SOS hier steht geschlagen. Hier, wie geil. Echt? Ja, ach, ja, die Holzdinger. Ach, das ist SOS. Ja cool. Ja, das ist cool. Wie geil. Das ist sehr cool. Ein klein, ne? Da kommt ein Zombie von hinten. Hoch? Wo? Ich sehe hier nichts. Ach, da. In der Zeit bin ich schon tot, ey. Das ist nicht wahr, ne? Ja, manchmal beißen die ein und dann blutest du nie, manchmal blutest du sofort, das ist richtig. Ja, das stimmt. Leider keine Bandage mehr. Schick mal, warte, ich droppe hier. Tage. Nein. Doch. Schick mal hier bei mir. Ich hab, noch. Wie das ausschaut, wie das mit dem Helm rausspritzt. Ja, guck mal, das ist geil. Guck mal, wie das hier auf den Boden tropft. Was? Immer noch, du blutest immer noch, ne? Ja, ich hab noch nicht, ich hab mich doch auch noch gar nicht bandagiert. Ja, ich bin am Sterben. Ach, scheiß drauf, ich bandagiere mich nicht. Scheiß drauf, guck mal, wie schön das Blut spritzt. Voll die Blutlache, das sieht aber cool aus. Okay. Warte, ich schmeiß dir mal zwei hier hin. Aber warte mal. Ich werde jetzt nur noch mit Schusswachen rumlaufen. Schneckball, da liegen zwei. Ja. Habe ich. Ein Zombie, bumm,
mit der Schrot zersäbelt und dann kommt der nächste. Oh nee, da gehe ich nur mit der Pistel drauf. Ja, ich wollte Munition sparen. Das werde ich jetzt nicht mehr tun. Ich habe jetzt mal geguckt, den tust du keinen Scheinbar da drüben. Zombie steht da nur. Und übrigens, Zombie. Du stehst jetzt richtig im Wasser. Also wir sind keine Jesus mehr. Ja. Stimmt. Wir haben das Wasser tiefer gepatcht. Yay! Die haben auch die Wasserbewegung verändert. Du hast jetzt leicht fließendes Gewässer. Natürlich, ja, ne? Das ist, ja. Dafür einen grauenvollen Wasserschelder. Ja. Wollen wir da links? Also, was? Ja, da sind wir von Minecraft schon Besseres gewohnt, ne? Ja. Das ist eigentlich erbärmlich, oder? Ja. So. Das ist nur ein Zombie. Guck mal, hier hat jemand einen Turm-Dings da so ein Tau-Collector. Aufgestellt. Ja. Tauklander, ja. Aber keine Flaschen reingetan. Wie du was? Wir haben hier einen Dialekt. Können wir bitte dialektfrei? Ich werde hier mal. Bitte sprechen Sie Hochdeutsch. Wie? Wird jemand das Ding verbarrikadiert komplett? Ja, aber wozu? Das ist ja total dämlich. Vielleicht hat sich da einer in der Base. Oh, Zombie, Zombie, Zombie. Ja, aber der kommt ja dann selber nicht rein. Also das macht doch keinen Sinn, oder? Oder Cheat. Nicht? Oder doch, oder wie? Ja, ist egal. Vorsicht. Shit. Ah, Mist. Alter. Gut, dass du Neckbar, Vorsicht du gesagt das? Hast. Ja. Ja. Ach so. Ja, ja, alles im Griff hier. Zombie, jetzt hau ab, ey. Mann. Meine Fresse, liegen ja gleich zwei. Ja, weißt du, warum man sowas auch machen könnte? Ich geh drauf auf den Zombie mit meiner Machete. Also, ich nehme mal mit. Bist du drauf, Mann? Genau im Mund geschossen. Ja, meine Machete ist kaputt gegangen, während ich auf den Zombie schlug. Mit Faust möchte ich den nicht kaputt machen, bitte. Da ist dann noch einer. Ach, das einzig doof ist, man kriegt halt weniger Loot dadurch, wenn man die Dinger nicht reinkommt. Ja, naja. Oder kann man das Fenster aufschlagen? Oh, es geht doch da weg. Lass uns doch einfach das nächste Haus nehmen. Ja, würde ich auch sagen. Kopfschuss. Da bin drin. Zwei, da ist doch meine Machete. Naja, wurscht. Ah, oh, geht doch. Nehmen wir das nächste Haus gleich, ja. Dann warten, wir sind gerade hier am Looten in dem Rübe Haus. Rübe, das Loot sehen die Zombies aber auch besser aus, ne? Oh, Moon. Ja, die 308er. Haben auch unterschiedlichere Klamotten an. Ja. Jetzt schon. Ja. Loote, ne? Ja. Hast du noch welche? Ja, ich habe noch drei. Ich nehme mir jetzt einen. Endlich mal einen Reserveschuss für meine Shotgun. Oh, eine Axt, eine neue, dann hoppe ich noch eine. Nee, ich hab schon. Hab. Ich hatte noch eine einstecken oder was auch immer. Also auf alle Fälle habe ich. Hm. Geil. Ey, ihr habt das schöne Fenster kaputt gemacht. Wir müssen den Glaser bestellen. Nee, wir gehen direkt weiter. Das kostet wieder alles nur Geld. Mada, bezahlt es deine Versicherung. Nein, weil du weiß ich nicht. Abgeschlossen hast. Ich habe keine Apokalypse. Keine Apokalypsenversicherung? Nee. da muss man sich schon versichern. Das ist schon wichtig. Ja, eben. Oh, hier sind Pungy-Sticks. Sag mal, was ist denn mit den Leuten hier ist los? Ist da hinten einer oder seid ihr schon an dem Haus? Ich bin am nächsten Haus, oder? Ja. Ich bin am nächsten Haus und ich renne hier jetzt mal rein. Ich blute nämlich. Da sind Pungy-Sticks. Wie herzlos. Ich muss mich mal eben verarzten. Ach, da sind welche. Einfach rüber und fertig. Ja, ja. Aber sind halt welche. Will jemand nehmen 19? Hier liegt noch eine. Ich kann die nämlich mitnehmen. Oh, hier liegt ein Fahrrad. Ich will das Fahrrad haben. Da liegt ein Fahrrad. Oh, da liegt Moon. Geil. Hier sind gar nicht immer so viele Leute in diesem Gebiet hier, ne? Also das ist mir schon... Ich bin jetzt irgendwie das dritte oder vierte Mal hier. Also das ist mir schon... 19 kann er jemand haben, gell? Falls... Erstmal, wie kommt der wegen dem Fahrrad nicht hoch? Nur letztens hatten wir einen gesehen, ne? Als wir. Ja, genau. Mädels also, man hatten, hat ne? so vereinzelt mal jemanden, ne? Der hier so rumrennt. Aber du findest hier immer Loot eigentlich. Das ist ziemlich cool. Geht's denn? Oder soll ich dich mal anschieben, Mada? Das Fahrrad liegt im Weg. Hey, da kommst du auch nicht hoch. Das geht nicht. Achso. Schade. Geh mal raus zu Schneckball. Wo ist die? Ja, ich stehe hier hinten am See. Warum macht man denn überhaupt ein Fahrrad oben auf dem Dachboden? Wer macht denn sowas? So, dann nächstes Haus, oder? Ja, naja, wovor willst du das Fahrrad vor den Zombies rennen? Hast du schon mal einen Zombie auf dem Fahrrad gesehen? Ja. Also außer bei dem epischen Film, den ich gestern sah, ne? Ach, die sind Autos schon, gefahren. Oh nein. Was auch cool wäre ein Zombie um Dreirad.
Das wäre sehr witzig, ja. Oh, hier ist nochmal Moon. Wie der Typ von, was war es nochmal, Saw? Ja. Ja. Der war doch auch am Dreirad unterwegs, oder? Ja, genau. Da das liegt war noch so schräg. Ein Combat Knife auf dem Bett, falls das irgendjemand haben oh, will. Oh, noch eine Axt. Je, je. Da liegt eine Axt rum, wenn jemand eine neue will. Ich hab schon meine ausgetauscht, aber wenn die noch besser als meine. Schade. Hm? Übrigens, wenn du jetzt frech bist. Was? Infiziere ich dich. Ja, sag mal, was soll denn der Scheiß? Ja, wird Marder frech oder nicht, man weiß es nicht. Ich möchte den Part jetzt hier an dieser Stelle auf alle Fälle beenden. Ja. Weil 20 Minuten rum sind und so. Ich bedanke mich an dieser Stelle aber sehr herzlich fürs Zuschauen und sag bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao, ciao. Tschüss.